Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Dieter Herrmann, dem Chefredakteur der Woche in Australien. Der Gaza-Konflikt, der jetzt ja nun fast ein Jahr alt ist, wird eigentlich immer schlimmer. Und jetzt ist auch der Libanon mit einbezogen. Es wird sogar in Beirut werden Bomben abgeworfen. Man hat Angst, und heute mehr vielleicht als noch gestern, dass es daraus ein regionaler Konflikt entwickeln könnte. Dieter Herrmann, Sie kennen ein wenig die Gegend. Was meinen Sie dazu? Es deutet viel darauf hin, dass ein größerer Konflikt daraus werden könnte. Und im Moment leidet natürlich der Libanon darunter, vor allen Dingen natürlich die Hauptstadt Beirut. Man muss mal überlegen, früher war das mal Paris des Ostens, der Spitzname für Beirut, so eine wunderschöne Stadt. Und ist irgendwie kein Ende absehbar. Naja, aber wenn man einen Sieg erringen will, muss man auch kämpfen. Also so mit Glacé-Handschuhen und angezogener Handbremse kann man das auch nicht machen. Und Hamas und Hezbollah sind ja nun eingeschworene Feinde Israels und haben sich in der Bevölkerung sehr geschickt eingenistet. Es ist also sehr, sehr schwer, dazwischen zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Aber es laufen ja nun schon ständig Versuche, da einen Waffenstillstand herbeizuführen. Jetzt war ja wieder einer angeblich 5 Minuten vor dem Abschluss und Israel hat Nein gesagt. Israel hat Nein gesagt, weil Israel wahrscheinlich doch tatsächlich darauf setzt, dass man mit Waffen weiterkommt als mit Gesprächen. Und ich denke, dass Israel auch noch weiterkämpfen wird, und zwar monatelang weiterkämpfen wird. Das ist ja nicht kurzfristig zu Ende, was da im Moment passiert. Aber man muss sich doch mal die Größenordnung vor Augen halten. Dieser Gazastreifen, um den es ja ursprünglich vor allen Dingen ging, weil die Hamas dort sehr fest sitzt, hat eine Fläche von ungefähr 300 Quadratkilometern oder sowas. Und das ist deutlich weniger als Berlin zum Beispiel. Berlin hat 800 oder 850 Quadratkilometer. Also wir reden von einem relativ kleinen Land, einer relativ kleinen Fläche. Und die wird nun seit fast einem Jahr nahezu unablässig bekämpft und zerbombt. Es ist einfach so, dass ich das Gefühl habe, aus der Entfernung zumindest, das Gefühl habe, dass Israel da völlig überreagiert und sich auf diese Art und Weise im Nahen Osten, im Mittleren Osten viele, viele neue Feinde schafft. Ja, aber man muss natürlich auch gestehen, am Anfang dieses Konflikts stand ja dieser Überfall auf dieses Konzert in Israel, bei dem ja immerhin 250 Leute, glaube ich, entführt worden sind und 1200 Menschen zu Tode gekommen ist. Das ist ja nun schon ein ganz übler Überfall gewesen. Allerdings. Und natürlich hat Israel wie jedes andere Land auf dieser Erde das Recht, sich selbst zu verteidigen. Und das ist natürlich erforderlich, wenn da plötzlich eine Terrororganisation wie eben diese Hamas kommt und auf einem Konzert Jugendliche tötet oder entführt. Das ist ganz klar, dass das eine Reaktion fordert. Aber dann muss man natürlich, finde ich, immer so ein bisschen abwägen, wie stark die Reaktion ausfallen darf. Wie sieht es denn mit den Nachbarländern aus? Da ist ja Syrien ein Bürgerkriegsland. Da ist der Iran, da ist der Irak. Alles Länder, die Israel nicht wohlgesonnen sind. Und die Türken im Hintergrund haben auch ihre eigenen Pläne. Und dann gibt es natürlich noch russische Militärstationen dort. Ich meine, das ist ja ein Pulverfass und die Lunte brennt. Und die Lunte brennt und ist kurz vorm Abbrennen, meiner Ansicht nach, weil da muss irgendwie was explodieren demnächst, sonst geht das garantiert nicht zu Ende. Und ich hoffe eben, wenn da was Großes explodiert, wenn da was auseinanderfällt, dass das eine reinigende Wirkung hat. Aber ich glaube nicht so richtig daran, dass es funktionieren wird. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass Israel ja im Grunde genommen von Feinden umgeben ist. Das war aber schon immer so, seitdem es Israel gibt, seitdem Israel gegründet worden ist. Und im Grunde genommen sich nach allen Seiten zu verteidigen für erforderlich hält und das auch ganz massiv tut. Die Frage ist einfach, wie weit sich das weiterhin ausbreitet. Du hast ja den Iran schon angesprochen. Der Iran ist ja ein erklärter Freund der Hezbollah, das heißt also des Libanon auch. Und natürlich ein islamischer Staat im Gegensatz zu Israel. Und der Iran hat ganz fest zugesagt, mehrfach schon, dass sie jetzt anfangen werden, Israel anzugreifen und zu bombardieren. Aber tatsächlich verhält sich der Iran ausgesprochen ruhig. Es passiert im Grunde genommen gar nichts.
Es gibt Drohungen, jede Menge, aber es gibt keine Taten. Und solange der Iran noch die Füße stillhält, und ich hoffe, die halten noch eine Weile die Füße still, solange wird sich der Krieg in der Region vielleicht nicht allzu weit ausbreiten. Ja, nun hat ja Amerika auch eine ganz formidable Flotte mit Flugzeugträgern und so allem drum und dran vor der Küste Israel zusammengezogen. Also wenn es da zu einem Konflikt kommt, können die Amerikaner mit harter Hand eingreifen. Die Frage ist, ob sie es tun. Damit wären sie Kriegspartei. Und es kann natürlich sein, dass sie dann die Gelegenheit nutzen, dem Iran wirklich eins auf den Hut zu geben. Aber ich weiß nicht, ob sie es wirklich tun, weil das würde nur eine weitere Ausbreitung des Krieges bedeuten. Das heißt, es würden viele andere Staaten dann plötzlich dem Iran zur Seite springen und nicht mehr zumindest Ruhe bewahren und abwarten, was passiert. Und das würde natürlich ein Flächenbrand werden in der Region. Ja, und dann die Russen. Die Russen haben eine Mittelmeerstation inzwischen in Syrien und sie haben dort auch Truppen, Düsenjäger und was man immer so braucht. Ich meine, die werden auch nicht so dabei stehen und nur die Däumchen drehen. Ganz sicher nicht. Und das ist ja auch das Problem, was wir schon aus der Ukraine kennen. Seit einigen Wochen werden russische Truppen mit amerikanischen und deutschen Waffen aus der Ukraine angegriffen. Und schon da glüht ja im Grunde genommen alles in der Region und es wird auf den großen Knall gewartet. Putin hat ja vor 2 Tagen erst damit gedroht, dass er nun doch Atomwaffen einsetzen wird, wenn er sich bedrängt fühlt. Nicht anders ist es im Nahen und Mittleren Osten. Da wird es genauso aussehen, dass die Russen sich persönlich bedroht, sich selbst bedroht fühlen und irgendwann wahrscheinlich auch reagieren. Und sie werden natürlich nicht auf der Seite Israels reagieren. Sehr, sehr, sehr bedrohlich, muss ich sagen. Dieter Herrmann, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.